Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Mittlerweile ist mein Praktikum seit gut 3 Wochen vorbei und ich dachte mir, ich gebe euch jetzt einfach noch mal ein Fazit, bevor es wieder zu lange her ist und ich nichts mehr zusammenkriege. Solltet ihr noch Fragen haben, die ich in diesem Video jetzt nicht beantworte zu diesem Praktikum, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich beantworte euch das gerne. Gerne auch in einem Video, da mache ich ein kleines FAQ draus, mal sehen. Ja, jetzt zum Thema. Wie war es eigentlich? Also mein Praktikum im Kindergarten ging ja insgesamt 9 Wochen und ja, eigentlich war es toll. Also es war wirklich das schönste Praktikum, das ich jemals in meinem Leben hatte. Meine Anleitung und ich, wir haben total gut harmoniert. Sie war ja gleichzeitig die Leitung und konnte mir dann noch ein paar Aussichten geben, wie man denn auch als Leitung arbeiten muss. Das ist ja ein bisschen anders, als wenn man normal als Erzieherin arbeitet. Man hat ja ein paar andere Aufgabenfelder. Und ja, ich fand es eigentlich alles sehr spannend und man hat auch gemerkt mit der Zeit, wie man mit den Kindern immer besser klarkam. Das war so dieses typische, am Anfang wussten sie nicht so recht, ist das jetzt Spielkamerade oder ist das jetzt eine Autoritätsperson, die man ernst nehmen kann. Da hatte ich in der Mitte auch ein paar Probleme gehabt, weil ich das Gefühl hatte, manche Kinder nehme ich überhaupt nicht ernst. Aber man lernt natürlich auch in der Praxis dazu, teilweise auch viel mehr als in der Theorie, wie man mit Kindern kommunizieren muss, wie man Konflikte begleiten und alles, und das hat mir schon sehr geholfen. Und am Ende hin war es halt wirklich so, die Kinder haben sich nicht nur gefreut, dass ich da war, sondern haben mich auch ernst genommen und haben auf mich gehört, wenn ich gesagt habe, dass sie das bitte nicht machen sollen oder sonstiges halt. Es war halt eine wirklich schöne Zeit und es hat mir gut getan, dort zu sein, weil das alles sehr, sehr herzliche Menschen waren. Das war so dieses typische, so stelle ich mir soziale Menschen vor. Und ich weiß aus meiner Klasse, es gab welche, die da halt teilweise sehr mit Eifersucht von den Anleitern zu kämpfen hatten. Sei es, weil die Praktikanten eine Gefahr für sie später darstellen könnten und sie um ihren eigenen Job fürchten müssten und sowas. Kann ich nicht verstehen, aber nun gut, ne? Nichtsdestotrotz bin ich krank geworden und hatte eine fette Nasennebenhöhlenentzündung und habe mich angehört wie sonst was, habe kein Gerüsten mehr gehabt, nichts. Das war wirklich eine komische Zeit gewesen, weil ich glaube, ich noch nie so hart erkältet war wie in dieser Praktikumszeit. Und jetzt habe ich vielleicht auch mal die Chance, richtig gesund zu werden. Aktuell bin ich noch ganz, ganz leicht erkältet, aber ich denke, das wird so in den nächsten Tagen ausklingen. Ja. Ich habe insgesamt in der Praktikumszeit 2 Wochen gefehlt, wovon aber 1 Woche Schule war. Und musste auch nacharbeiten und dann haben wir das gleich am Gründonnerstag, wo praktisch das letzte Abendmahl stattfand im christlichen Glauben, haben wir dann gleich mit meinem Abschied verbunden. Da hat meine Praxiseinrichtung auch ein kleines Fest gefeiert, das war sehr schön. Es waren leider nicht alle Kinder da, weil da die Einrichtung eben nur bis um 13 Uhr geöffnet war. Und dann haben wahrscheinlich manche Eltern gedacht, nee, dann lasse ich mein Kind gleich zu Hause, ich muss arbeiten oder sonstiges. Ja, ich habe auch eine Kleinigkeit für die Kinder gebastelt. Das war jetzt wirklich nicht viel, weil ich war eben keiner Gruppe zugeteilt, sondern der ganzen Kita. Und wenn ich mir so denke, 40 Kindern plus Erzieher und sonstigen Mitarbeitern etwas zu schenken, das wäre dann doch ganz schön ins Geld gegangen. Also war es nur eine Kleinigkeit. Es hat sich tatsächlich auch ein Kind bedankt, aber ich habe es ja nicht geschenkt, weil ich Dankbarkeit erhofft habe, sondern einfach nur, um Danke zu sagen. Es war auf jeden Fall ein sehr lehrreiches Praktikum gewesen und meine Anleitung war mit mir auch sehr zufrieden, was sich auch am Ende bei der Bewertung wieder gespiegelt hat. Da bin ich sehr stolz auf mich, dass das alles so geklappt hat. Und ich konnte mich auch überwinden, gewisse Dinge zu tun, wo ich mir am Anfang des Praktikums gedacht habe, nee, niemals, mache ich nicht. Aber es hat alles geklappt und ich bin eigentlich sehr stolz auf mich und ich glaube, meine Anleiter auch. Im Großen und Ganzen war es wirklich ein wundervolles Praktikum. Und tatsächlich kann ich mir jetzt auch vorstellen, eventuell später einmal mit Kindern zusammenzuarbeiten. Ich muss natürlich noch die anderen Praktikas alle bestehen und absolvieren, um mir dann erstmal eine Meinung zu bilden. Aber ich denke mir, vielleicht so mal zwischendurch, wenn man zum Beispiel studiert und dann noch irgendwie auf 20-Stunden-Basis nebenbei arbeiten geht, dann denke ich mir, das kann ich mir gut vorstellen. Wie gesagt, ich bin echt dankbar, dass dieses Praktikum so wunderbar verlaufen ist. Ich hatte ja am Anfang so meine Bedenken gehabt, ob das wirklich so meine Sache ist. Und es hätte natürlich auch ganz anders laufen können. Ich hätte ein paar Kinder haben können, die mich überhaupt nicht für voll nehmen. Oder Mitarbeiter, die mich keineswegs unterstützen.
Aber es war wirklich alles stimmig. Meine Lehrerin kam damals zum Praxisbesuch zu mir und hat mich angeguckt, hat die Einrichtung angeguckt und dachte, ja, das passt. Du gehörst hier hin. Also es war wirklich schön. Bis zum Sommer habe ich jetzt Schule und danach, den Sommerferien, geht es wieder ins Praktikum. Ich müsste mich jetzt langsam mal wieder bewerben. So richtig weiß ich noch nicht, wo ich hin will. Ich habe so ein paar Stellen. Aber naja, auf jeden Fall denke ich, der nächste Bereich wird für mich ganz klar die Hilfen zur Erziehung sein, weil das war ja die ganze Zeit schon das, wo ich darauf gestarrt habe und mir dachte, da will ich hin, da will ich hin. Und mal sehen, wie es wird. Ich würde damit auch das Video beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!